Und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Das filme ich jetzt gerade tatsächlich am Ende der Woche, denn da ich das am Anfang der Woche komplett vergessen habe, ich schieb's auf den Welpi. Ist aufregend, deswegen habe ich es bestimmt vergessen. Jetzt aber viel Spaß beim Wochenvlog. So, wir gehen jetzt das erste Mal zu dritt raus. Welpi und Evi. Gehen wir ein kleines bisschen spazieren in den Park. Ich muss aufpassen. Ja, fein, Evi. Lala. Verschnee. Jawohl, klasse. Fein, jetzt nimmst du auch Leckerlis draußen. Super. Ja, prima. Ja, prima, kleine Maus. Ja, gut. Klasse. Ja, gut. Super gemacht. Fein, ey. Gut. Ja, super. Gut, Maus. Ganz prima. Fein. Guckt, was ich gefunden habe. Ein kleines Milchzähnchen von der Nala. Die wollen ihren Pups hinstreckt. Lila! Gut! Wo ist es? Wo ist das Baby? An der Stelle möchte ich kurz sagen, dass sie natürlich nicht die ganze Zeit nur abgerufen wird, sondern halt vor allem viel Freizeit im Garten hat und mit den anderen Hunden zusammen schnüffeln darf. Ich habe das nur mitgefilmt, weil ich es am interessantesten fand. Hallo und willkommen zum Dienstag. Ich bin mit meinen Hunden unterwegs und relativ zeitig noch. Ich bin auch noch komplett umgestylt, weil wir uns heute einen Schlachtplan überlegt haben wegen Nala. Ich habe ja gestern einen Livestream auf Twitch gemacht und dann ist sie wach geworden und dann dachte ich, okay, dann kommst du rüber zu meinem Freund, dann kann er sich kümmern, er hatte Feierabend. Aber das hat leider nicht so gut geklappt. Sie hat eigentlich die ganze Zeit über geheult, außer ein paar Minütchen zwischendrin. Und das war nicht so schön. Und ja, da wissen wir jetzt auf jeden Fall, woran wir arbeiten müssen. Nämlich, dass sie auch mal bei ihm sein kann, ohne dass ich dabei bin oder die Hunde. Und genau, da haben wir uns heute einen Schlachtplan überlegt. Und zwar waren wir jetzt alle gemeinsam draußen, eine kleine Runde. Und haben uns dann draußen quasi getrennt. Und ich bin dann mit meinen Hunden noch auf diese Runde hier gegangen, auf die größere. Und ja, ich bin dann sehr gespannt, wie das geklappt hat. Aber ich denke, das ist halt ein Thema, was bei ihr noch relativ groß ist. Mit dem Alleinebleiben. Zumal, wenn ich das Zimmer verlasse, ist sie auch nicht komplett allein. Weil dann sind nämlich meine Hunde noch dabei. Also, genau. Das müssen wir jetzt alles so ein bisschen üben. Ganz, ganz langsam. Dass das vielleicht ein kleines bisschen besser klappt, aber ich denke, das ist dann Hauptthema auch bei der Endstelle, weil wir werden das auf jeden Fall in der Zeit, wo sie bei uns ist, nicht hinbekommen, dass sie dann schon ein größeres Stück alleine sein kann. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie das läuft in der Zeit, wo wir jetzt hier spazieren sind. Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. To let you know.
wie sie sich einfach nur über Anina freut. Ja, freust du dich auch ein bisschen über mich? Das ist schön. Fein, Anila. Kleines Baby. Bist du brav, kleines Baby? So, wir zwei gehen jetzt nochmal in den Garten. Aber das hast du ganz toll gemacht, ne? Das hat super geklappt mit dir. Hm? Ja, super. Ja, prima. Ja, fein machst du das. Ja, wir gehen an deine Pipi-Kaki-Stelle. Ihr feines Pipi, ein feines Pipi machst du. So ein feines Pipi, fein, klasse gemacht. Das war ganz prima und dann können wir auch schon wieder reingehen. Komm schnell. Komm, Nala. Ja, Wolli. Komm mit, ihr feine. Ja, schnell. Opa. Schnell wieder rein. Ja, gut gemacht. Das war ein Rekordzeit heute. Rekordzeit heute. Komm. Forever in your heartbeat. I can hear your heart. Forever in your heartbeat. Nala war dann immer noch müde und das habe ich dann gleich genutzt, um sie ein bisschen allein zu lassen im Zimmer, also fast allein, und habe mich im Bad fertig gemacht. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Wenn ich dann ins Zimmer komme, mache ich auch kein großes Tamtam. Ich sage kurz fein und dann war's das. Madame, sie ist erwacht und ich werde jetzt gleich mit ihr ein kleines Training machen, dass sie gleich wieder ein bisschen ausgelastet ist. Und danach gehen wir natürlich auch gleich in den Garten zum Entleeren. Und ja, im Training werde ich heute ein bisschen üben, dass sie mehr auf Kommando in die Box geht. Dann ein bisschen Klickerkonditionierung und nochmal, dass sie auf ihren Namen hört. Nebenbei werde ich natürlich auch trainieren, dass sie nicht an die Leckerli-Schüssel geht. Du bist eine faule Nudel, du kleines, dickes Welpenbäuchen. Nein. Nein. Jawohl, klasse. Ihr wart auch fein. Klasse, ihr zwei. Fein, brav gewartet. Guckst du deine eigene Story? Bye.
ich habe was gefunden. Ich spring's weg. Das ist der Cat. Du altes Luderbein. Das ist nicht deine. Das ist nicht deine, du freches Ding. Hallöchen, ihr Lieben, willkommen am Mittwoch. Wie ihr gesehen habt, wir waren schon draußen, wieder so eine Runde wie gestern, einfach bei uns im Wohngebiet so ein bisschen herumgelaufen, ein bisschen auf der Wiese Rückruf trainiert, schnuppern lassen, Spiel und Spaß. Und ich habe mich dann wieder getrennt von Nala und meinem Pinselman. Und gehe jetzt wieder eine große Runde mit meinen, dass die auch auf ihre Kosten kommen. Ich denke, so haben wir eine sehr gute Möglichkeit gefunden, dass das alles gut klappt. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht heute. Anila, nein. So ist klasse. Ihr braucht gar nicht gucken. Das gilt nicht für euch. Abmarsch. Abmarsch. Und ferne. Wie sieht's denn aus? Kleines Girlie. Kommst du mit oder chillst du jetzt dort? Ich lieg hier, ich bin geleckig und bin umgekippt und ich schwedel die ganze Zeit. Kommst du mit? Ich bin außerdem ein kleines Knautschgesicht. Lachen. Du bist fein, Nibi. Oh, was kommt denn da? Passiert die Schnull, ne? Passiert die Schnull. Ja, fein. Ja, super, klasse. Nein.
Fein! Gut, hast du das bei der Anina abgeguckt. Die Abby markiert ihr Revier, was nicht ihrs ist, aber egal, es kann ja noch werden. Oh, pass auf die Leine! Oh, die Nala hat gerade das erste Mal unterwegs gekäckelt. Natürlich voll auf die Leine. Aber umso besser ist, dass wir eine biotane Leine haben. Das kann man nämlich einfach wieder abwischen, beziehungsweise zu Hause dann mit unters Wasser halten. Das geht mit diesen Seilleinen immer blöd. Das kriegst du halt nie ab, außer du wäschst es. Ja, die Leine haben wir übrigens von sporthund.de bekommen. Den Link zur Website packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wie ihr gesehen habt, wir waren gerade schon unsere Morgenrunde mit allen dreien. Das ist total krass, der Unterschied zu sehen, weil gestern war ich mal alleine mit ihr. Da habe ich aber nicht gefilmt, weil mein Akku leider leer war und ich die Kamera nicht mitnehmen konnte. Aber wo ich mit ihr gestern alleine war, da war sie schon ein kleines bisschen mehr schissi als sonst. Wenn die Anila und die Abby dabei sind, da ist sie doch deutlich, deutlich mutiger und muss nicht bei jedem Menschen sich hinsetzen und den angucken. Das ist schon sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall, wie viel Sicherheit meine zwei ihr geben. Ja, ansonsten habe ich heute entschlossen, dass wir jetzt gleich mal ein bisschen Krallenpflege machen. Meine Mädels sind auf jeden Fall wieder dran und die Kleine hat eigentlich Top-Krallen. Ich werde trotzdem bei der Kleinen mal so ein bisschen probieren mit dem Trim, dass sie einfach mal dran gewöhnt wird. Nala, klasse, gut gemacht. Mal gerade ein bisschen durchdrehen.
Schaut her, wie wunderschön ich bin. Ich bin eine Schönheit. Hallo meine Pinsel und willkommen am Samstagmorgen. Wie ihr seht, bin ich mit meinen Großen unterwegs. Ja, wir gehen unsere Runde. Wir haben heute Jahreshauptversammlung, deswegen sind wir heute relativ zeitig dran, weil ich gerne alles abgehakt hätte, bevor dann Jahreshauptversammlung ist. Sage ich gleich dazu, die ist online. Natürlich treffen wir uns nicht alle vor Ort, sondern wir machen das online. Ich bin sehr gespannt. Ja, wie gesagt, wir waren halt mit ihr draußen, dann einfach nur an der Leine ein Stück laufen und dann an der Schleppleine halt im Hinterhof ein bisschen toben, ein bisschen rennen und auch die ersten Übungen draußen machen. Das macht sie schon ziemlich gut. Also ein bisschen Sitz, ein bisschen Platz, aber alles ganz, ganz piano. Das kann man jetzt nicht, also nicht, dass hier einer denkt, ich trainiere jetzt hardcore mit ihr jeden Tag 15 Minuten durch die Bank weg. Obedience-like. Nee. Also alles ganz, ganz langsam, ganz ruhig. Und wie man das halt mit Welpen macht. Jetzt gehen wir unsere Runde und danach ist Jahreshauptversammlung und dann wollten wir heute noch Foto holen im Fressnapf. Und dann wollten wir die Kleine auch mal mitnehmen, dass wir heute mal Auto fahren mit ihr. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich entschlossen, heute leckeres Porridge zu einem Frühstück zu machen. So, Jahreshauptversammlung geht gleich los. Und mein Schreibtisch sieht aus wie Chaos. Chaos! So, die JHV ist jetzt vorbei und wir machen uns jetzt auf den Weg in den Fressnapf. Baby ist auf jeden Fall schon wieder wach. Also schon wieder, die hat jetzt gut geschlafen. Die hat ja die komplette Stunde geschlafen, wo ich mit den Hunden weg war. Dann haben wir sie noch kurz gefüttert, nochmal kurz Pipi und dann war Jahreshauptversammlung auch ungefähr eine Stunde. Und da hat sie die ganze Zeit geschlafen. Also man kann sich nicht beklagen, sagen wir es so. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir in den Fressnapf und ich denke, danach wird sie auch K.O. sein. Hallöchen, kleine Maus. Dann wollte ich mal entwickeln. How to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know. Was ist denn das? Ich mach grad den Wolf an. Freunde, willkommen am Sonntag. Baby-Welpi on Tour. Ich starte heute den Tag, beziehungsweise ich starte den Tag schon lange. Ich war schon mit Hundi draußen, habe schon Haushalt gemacht, einen Salat vorbereitet und werde jetzt nochmal den Tanz üben, den wir brauchen für eine Geschichte, zu der ich jetzt nicht weiter drauf eingehe. Das erzähle ich euch, wenn das alles online ist und fertig. Auf jeden Fall danach geht's
für uns heute auf den Hundeplatz. Ich denke, das wird auch aufregend für sie, weil das heute mal eine andere Location ist, auch zum Spazierengehen. Und da sind die Mädels dabei und ich denke, das wird gut. Ja. Und wir machen das dann so, dass ich auf dem Hundeplatz bleibe und mein Freund fährt mit ihr dann nach Hause, weil sie ja noch nicht so lange aushält, sage ich mal. Und wir aber, denke ich, ein bisschen länger auf dem Hundeplatz bleiben und ich laufe dann einfach mit meinen Mädels nach Hause. Und dann sind die auf jeden Fall auch durch für den Tag. So, ihr Lieben, und es ist ja ein neuer Monat, das heißt, heute ist März. Das drehe ich jetzt noch schnell mit rein. Es ist nämlich Zeit für eine neue Pinselpfoten-Challenge. Und zwar steht die Pinselpfoten-Challenge im März an. Und auch wie schon beim letzten Mal könnt ihr gerne die Pinselpfoten-Challenge nachmachen und ein Video in eurer Story teilen auf Instagram. Dann ist wichtig, dass ihr meinem Instagram-Kanal verlinkt und den Hashtag Pinselpfoten-Challenge und dass euer Konto nicht auf privat gestellt ist, damit ich das auch sehen kann. Dann reposte ich das in meiner Story. Supi, Männchen, Männchen, gut, klasse. In der neuen Pinselpfoten-Challenge soll es um das Thema Männchen machen gehen. Und zwar könnt ihr eurem Hund zum einen beibringen, dass er das Männchen macht. Und zum anderen für die, die das Männchen schon können, zeigen wir gleich eine Variante, die noch etwas schwieriger ist. Denn was nämlich richtig schwierig ist, ist, wenn der Hund das Männchen macht und ihr ihn dann einmal umrundet und er das Männchen hält. Denn viele Hunde drehen sich dann rum und schauen, was der Besitzer da so treibt und verlieren dann das Gleichgewicht. Deswegen wäre das jetzt einmal Next Level im Männchen machen. Denn, also ich finde das selber relativ schwierig, Anila kann das, aber ja. Probiert es einfach mal aus. Ich bin gespannt, ob ihr das hinbekommt und wer mir so ein Video zuschickt. Das ist natürlich kein Muss. Ihr könnt auch einfach nur Männchen machen trainieren. Und das dauert ja auch eine Weile. Dazu habe ich ein Tutorial, das verlinke ich euch. Und das reicht mir auch. So, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Unser, ja, was auch immer, was wir auf dem Hundeplatz gemacht haben. Unser Tanz und alles, was dazu gehört. Und wir laufen jetzt nach Hause. Mein Freund ist schon mit der Kleinen vorausgefahren, weil das wäre zu viel für sie geworden. Und ja, wir laufen jetzt noch nach Hause, haben die Mädels heute auf jeden Fall genug Auslastung für den Tag und werden dann schön schlafen. Ja, und was wir gemacht haben, das zeige ich euch auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise auf meinen sozialen Medien. Wenn es dann soweit ist, teile ich das natürlich, damit ihr seht, was wir gemacht haben. Ich denke, heute wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Ich werde jetzt nach Hause gehen und Video schneiden dann. Und dann wird es wahrscheinlich schon wieder Abend sein. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle auf jeden Fall von euch verabschieden. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei diesem Wochenvlog wieder reingeschaut habt. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Und ja, gebt einen Daumen nach oben für die niedlichen Hunde. Und wir sehen uns, denke ich, beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute und ciao! Forever in your heartbeat.